Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Sashi und Till und wir sind heute am 22. Oktober hier und wollen was über den Tag erzählen. Und der Till hat ein berühmtes Geburtstagskind, über das er erzählen möchte. Richtig. Arsène Wenger. Arsène Wenger. Kennst du? Ja. Kennst du? Nein. Aber ich weiß, dass es ein französischer Fußballtrainer war und der längste von Arsenal. Arsenal London hat er trainiert, 100 Millionen, 1000 Jahre lang. Krass. Und war auch richtig erfolgreich gewesen. Und dann ist er irgendwann wegen, glaube ich, Missverständnissen oder so ein Zeug, ist er irgendwie dann mit denen auseinandergegangen. Obwohl es eigentlich, war so eine Tiefphase irgendwie bei Arsenal. Und dann gibt es immer Missverständnisse. Und dann gibt es so Missverständnisse und dann haben sie ihn gekündigt und dann plötzlich, war wieder Erfolg da, aber da war er schon raus im Prinzip sozusagen, vertraglich. Hm. Wurscht. Auf jeden Fall Arsène Wenger, Trainer bei FC Arsenal. Ja, jetzt hast du auch was gelernt. Ja, ich lerne hier ständig. Ja. Ich bin immer verblüfft, ich komme hierher und denke mir, vergeudeter Tag, aber nein. Mit mehr Bildung wieder raus. Richtig. Ja. Am 22. Oktober 1968 hat die Apollo 7, Apollo 11 haben wir gelernt, ist... gelandet? Nee, nicht gelandet. Das war doch Apollo 11. Achso, Apollo 11 ist gelandet. Ja, Apollo 13 war der Film, genau. Apollo 11 ist gelandet. 13 ist wieder zurückgekommen. Wegen diesen Problemen da. Haben wir ja, Houston, ich habe ein Problem, ja. Und Apollo 7 hat 137 Mal die Erde umkreist. 3, 4, 5, 6. Nee, 163 Mal, Entschuldigung. Oh. 163 Mal die Erde umkreist und ist dann im Atlantischen Ozean gewassert. Ja, muss man auch mal gemacht haben. Ja, also so kommen die ja runter. Ja, ja, die sind klar. Ja in der Kapsel, dann sind die ja so Fallschirme. Ja, erst kommen die so durch die Atmosphäre, so glühend heiß. Und ja, und dann gehen sie ins Wasser. Genau. Ja, das war am 22. Oktober 1968. Ja, krass. Und weißt du, was 2006 war? Am heutigen Tag. Ne. Das letzte Formel-1-Rennen der Saison. In Brasilien. Was ist daran besonders? Das weiß ich nicht. Du hast mir aufgeschrieben und Massa hat gewonnen. Ich weiß nicht, ob das... Ist das... Hat er sonst mal gewonnen? Der Spanier sichert so seinen zweiten Formel-1-Weltmeistertitel. Das war die Information. Ach, das war die Information. Michael Schumacher wurde Vierter, nachdem er mit technischen Problemen das Feld von ganz hinten hatte aufrollen müssen. Michael Schumacher tritt als vierte Weltmeister insgesamt. Hätte ich das jetzt auch können. Aber warum hast du es nicht vorher gelesen? Guck mal, tritt in den Ruhestand ab. 2006. Das war doch die Information. Das war am 22. Oktober hier. Einmal mit Profis arbeiten, ehrlich. Also, heute am 22. Oktober tritt Michael Schumacher in den Ruhestand ab. Nach dem letzten Rennen der Saison in Brasilien. Ja, genau, das war eigentlich das. Die Apollo 7 wassert, ja. Also im Atlantischen Ozean 1968. Richtig. Und Geburtstag hat, wer nochmal? Arsène Wenger hat Geburtstag vom FC Arsenal. Happy Birthday. Also vom ehemaligen, also der ehemalige, also weiß schon. Happy Birthday, genau. Morgen sehen wir uns wieder am 23. Oktober. Und ich verspreche euch, derjenige, der morgen am 23. Oktober da ist, der wird die Informationen sich vorher mal durchlesen, bevor er sie hier versucht vorzutragen. Einfach so on the fly. Ne, Till? Cheerio, Miss Sophie!